Also der Chef ist jetzt nicht einer, der jetzt am Überlegen ist, wie können wir eine umweltfreundliche Mobilität schaffen, sondern nur, wie können wir die Profite steigern. Ja, der erste Schritt für mich bei einer Konversion ist erstmal, diese Hierarchien völlig abzubauen. Dass Leute gewählt werden, wo man genau weiß, denen geht es jetzt um Zukunft, um unsere Gesundheit. Und auch darum, dass wir ein Stück weit selbstbestimmt arbeiten können. Also etwas völlig anderes wie jetzt. Weil bei VW, wie bei vielen anderen Konzernen, es geil läuft. Ne? Die Gewinne sprudeln nur so raus. Never change your running system. Ne? Die Krisen der Welt sind noch nicht so bis in den Vorgarten gerückt. Und wir sind an dem Punkt, dass der Konzern seine Konzernpolitik darauf auslegt, wie können wir Gewinne maximieren und nicht, wie können wir die Beschäftigung sichern. Also lieber einen Porsche verkaufen als 10 Golf. Und wenn wir umsteigen auf E-Autos, haben wir eine geringere Fertigungstiefe und da werden auch weniger Menschen für gebraucht. Wir werden nie versuchen, sozusagen einen vernünftigen ökologischen Weg zu gehen, die Produktion umzustellen oder sonst irgendwie was. Deshalb ist eine Vergesellschaftung dieses Konzerns eigentlich unumgänglich. Konversion ist ohne Vergesellschaftung gar nicht denkbar. Also ganz klar zu machen, der Laden gehört uns allen. Fabriken denen, die darin arbeiten. Also Vergesellschaftung, ganz klar die Eigentumsfrage stellen und sagen, wem gehört der Laden eigentlich? Und wer bestimmt, was hier produziert wird? Die Autoindustrie ist einerseits in der Krise. Die Auto- und Zuliefererindustrie, seit Jahren werden halt Stellen abgebaut. Aber die Krise schafft unterschiedliche Betroffenheiten. Und gleichzeitig verschärft sie aber die gesellschaftliche Krise, die organische Krise und eben auch eine globale Krise. In den letzten 2 Jahren hier in Wolfsburg, in der Verkehrswendestadt, haben wir sicherlich weit über 100 Aktionen gemacht. Ganz niedrigschwellig, manchmal ziemlich hochschwellig, manchmal eher symbolisch, manchmal disruptiv. Also da tatsächlich eine ganz bunte Vielfalt an Aktionsmethoden, auch an kreativen Kampagnen, die so versuchten, diesen automobilen Konsens hier in Wolfsburg aufzubrechen. Die Szene war neu für mich, ne? Total neu. Und hinter den langhaarigen Bombenlegern sozusagen verstecken sich doch ganz geile Typen, die teilweise richtig was drauf haben, das ist mir auch schon aufgefallen, ne? Die dann ihr ganzes Leben als Vollzeitaktivist, die dann hier so engagiert reingehen, das hat mich doch schon beeindruckt, ja.